Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank. Dankeschön. In Frankreich ist ein Baby geboren worden. Es musste auf seinen Vater warten. Der hatte erst mal Wichtigeres zu tun: den Euro retten. Es scheint also wirklich schlimm zu stehen um den Euro, wenn Tante Merkel für Papa Sarkozy wichtiger ist als seine kleine Julia. Ich helfe mir mit dieser Geschichte, um die wirkliche Dramatik dieser Tage zu begreifen. Die immer abstruser werdenden Zahlen beim Rettungsschirmbastel in Brüssel taugen dazu jedenfalls längst nicht mehr. Kriegen die das hin? Kriegen die das hin, diese anonymen Märkte zu beruhigen? Das Wetten auf den nächsten Pleitekandidaten zu stoppen? Die Angst, die schlägt auch in Deutschland langsam in Wut um. Zügelt die Börsen, zerschlagt die Banken. Aber stimmt dieses Schwarz-Weiß-Bild? Böse Banker, arme Bürger? Und kommt die Rettung ausgerechnet von Politikern, die selbst so gerne Schulden machen? Spannendes Thema, aber hart aber fair mit diesen Gästen. Frank Lehmann, der langjährige ARD-Börsenexperte, sagt, endlich werden die Banken mal zur Kasse gebeten. Denn bislang war es doch immer umgekehrt. Die Banker haben gezockt, was das Zeug hält. Und wer hat die Zeche dafür bezahlt? Wir. Herbert Walter, der ehemalige Vorstandschef der Dresdner Bank, warnt, wer das Vertrauen in die Banken zerstört, schwächt unsere Wirtschaft. Sicher, auch wir haben Fehler gemacht. Doch unterm Strich ist das deutsche Bankensystem deutlich besser als sein Ruf. Hannelore Kraft, die NRW-Ministerpräsidentin und stellvertretende SPD-Chefin, gibt zu, die Finanzbranche hat Produkte geschaffen, die ich selbst mit Banklehre und Wirtschaftsstudium zunächst nicht verstanden habe. Da wird einem ganz schön unwohl als Politiker in diesen Zeiten. Hermann Otto Solms, der FDP-Finanzexperte, räumt ein, die Politik hat sich durch die Finanzmärkte zweifellos erpressbar gemacht. Doch Auslöser für unsere Probleme ist die Schuldenpolitik der Staaten. Die gilt es in erster Linie zu bekämpfen. Heiner Geißler, für den ehemaligen CDU-Generalsekretär, der heute Mitglied bei Attac ist, steht fest, die Menschen fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Deshalb gehen sie jetzt weltweit auf die Straße und nehmen die Dinge selbst in die Hand. Richtig so. Herr Lehmann, vor diesem entscheidenden Gipfel hieß es immer, man bräuchte eine Bazooka, eine Panzerfaust, um den Euro gegen die Märkte zu verteidigen. Was da jetzt rausgekommen ist, also 60%, bis zu 60% Schuldenschnitt, ein Rettungsschirm von der unvorstellbaren Größe, 1 Billion Euro. Was ist das? Ist das eine Bazooka oder ist das eine Wasserpistole? Wahrscheinlich das Zweite. Also es sollte ein Befreiungsschlag sein, es war er nicht. Es kommt darauf an, was man wie man das definiert. Der Berg kreiste und gebar eine Maus nicht, ein bisschen mehr als eine Maus. Also viel ist nicht dabei rausgekommen. Deswegen warten wir ja alle auf den Mittwoch, wenn es jetzt konkret wird, wenn die sogenannten technischen Details geklärt sind. Ich frage mich nur, was kommt da wirklich bei rum und ob die Hebelwirkung, ob das funktioniert. Ich glaube, wir werden das ja diskutieren. Das ist ein neues, ein erst an sich erklären. Ein, uralt, erstmal was diskutieren, muss ein erstmal erklären. Uraltes Prinzip, in der Schule schon gelernt, Hebelwirkung in der Physik. Ob das in der Finanzpolitik hilft, das wage ich zu bezweifeln. Aber gut, wir können darüber diskutieren. Herr Walter, Sie sind ein Bankmanager, ein ehemaliger, aber Sie beraten auch noch in dieser Runde. Das mit den Märkten ist ja so eine Sache. Da warten jetzt alle auf die Reaktion. Wen muss man eigentlich anrufen, wenn man fragen möchte, hallo Märkte, seid ihr beeindruckt von dem, was da in Brüssel von den europäischen Regierungen geplant wird? Wen ruft man da an? Na gut, man kann auf die Kurse gucken wie heute und sehen, wie positiv oder negativ ist man an den Märkten in die Woche gestartet. Ich war überrascht, dass wir doch relativ positiv gestartet sind. Ich habe ein paar Kunden, die Private Equity Firmen Hedge Funds sind. Ich rufe dort an und habe zum Beispiel am 21. Juli, als dort der Beschluss gefasst war, mit dem einen oder anderen gesprochen, der mir unverblümt gesagt hat, ein großes Paket auf den Weg zu bringen und dann die Umsetzung als offenes Ende über mehrere Monate zu fahren, ist ein Problem. Und die vorausgesagt hatten, dass sowohl Frau Merkel als Herr Sarkozy vorzeitig aus dem Urlaub zurückkommen werden müssen. So weit ist es dann am Ende ja doch nicht gekommen. Sie waren bis vor 2,5 Jahren, wir haben es gesagt, Vorstandsvorsitzender der Dresdner Bank.
mal ganz, ganz ehrlich, haben Sie sich zu Ihrer Zeit, als Sie dann noch im Job waren, mal heimlich gewünscht, dass genau das jetzt passiert, dass so eine riesige Schuldenblase, die müssten Sie ja gesehen haben eigentlich, dass die mal mit so einer griechischen Nadel gepiekst wird? Gut, wenn Sie zurückgucken, man ist natürlich immer, wenn man aus der Kirche rauskommt, noch etwas klüger als vorher. Wenn Sie insgesamt über einen längeren Zeitraum hingucken, dann hat sich natürlich nicht nur eine Schuldenblase entwickelt, nicht nur die amerikanische Immobilienblase, sondern eben auch, wenn Sie unsere Verschuldung, Herr Solms hat es gerade erwähnt, auch in Deutschland sehen, obwohl wir international ja sehr gut angesehen sind, wenn Sie das diese antizyklische Konjunkturpolitik über 30, 40 Jahre sehen, dann hat sich da natürlich schon was aufgetürmt. Und das ist natürlich etwas, wo die Märkte bis zu einem gewissen Punkt mitmachen und ab irgendeinem Punkt sagen, bis hierher und nicht weiter. Und das ist halt bei ein paar Peripheriestaaten jetzt passiert. Ja, da waren Sie wieder, die Märkte, Herr Geißler. Das Ausmaß dieses Dilemmas, das ist ja eigentlich mit jedem Monat größer geworden. Wer, wenn Sie mal in so eine Runde gucken, wer darf davon eigentlich nicht überrascht sein? Die Politiker oder die Banker? Ja, die Banker dürfen nicht davon überrascht sein, die Politiker eigentlich auch nicht. Ja. Denn das, was wir jetzt erleben, ist ja erst der zweite Schritt nach der ersten Finanzkrise, die allerdings niemand vorausgesehen hat, obwohl sie hätten vorausgesehen werden können, die Probleme, die damit verbunden waren. Und wir reden dauernd von der Euro-Krise und von der Schuldenkrise und verschweigen völlig, dass vieles, was wir heute zu bewältigen haben, die Folge der Finanzkrise ist. Und diese Finanzkrise, die wir vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren gehabt haben, ist die Folge eines inzwischen überholten und ich würde auch sagen fast korrupten Systems. Sie haben mich vorhin zitiert, die Leute hätten das Vertrauen in die Politik verloren. Sie haben aber vorher das Vertrauen in das ökonomische System verloren. Ich habe als Generalsekretär 1979 eine Umfrage in Auftrag gegeben bei der Nölle Neumann. Die formulieren ja so Sätze und da wird es abgefragt, stimmt der Satz oder stimmt der nicht? Und die haben gefragt, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es auch mir gut, stimmt es? Damals haben über 80% der Leute gesagt, okay, das ist in Ordnung. Heute sagen das noch 17%. Das heißt, 83% der Menschen haben ihr Vertrauen in das wirtschaftliche, in das ökonomische System, und jetzt muss man das mal klar sagen, des Kapitalismus und nicht der sozialen Marktwirtschaft verloren. Und sie machen natürlich zu Recht die Politik dafür verantwortlich, dass sie das zugelassen hat. Denn die Politik hat natürlich die Priorität oder hätte sie haben müssen. In Wirklichkeit aber hat sich die Ökonomie, vor allem die Finanzwirtschaft, angemaßt, über die Politik zu herrschen. Und das spüren die Leute inzwischen. Und wissen genau, so kann es nicht weitergehen. Frau Kraft, die Politik, hat der Geißler gerade gesagt, Sie sind hier in einer ganz interessanten Rolle, weil Sie sind ja eigentlich relativ spät erst in die entscheidende Politik gegangen. Sie haben was Ordentliches gelernt, Bankkauffrau, sind studierte Ökonomin. Das, was Herr Geißler Ihnen skizziert hat, unterschreiben Sie das so gerade aus Ihrer praktischen Erfahrung? Ja, ich unterschreibe das, weil ich, als ich in die Politik ging, ein bisschen weit weg war von Banken und von Banksystemen und bin dann erst einmal 2005 wieder damit konfrontiert worden, als wir in die Opposition gingen in NRW. Da war ich dann in den Gremien der NRW-Bank gelandet und stellte plötzlich fest, dass es ganz neue Produkte auf dem Markt gab, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich habe da eine Schulung verlangt, die habe ich auch bekommen. Und am Ende dieser Schulung habe ich mir das alles angeschaut und habe dann gesagt, also das, was Sie mir hier erklären, ist ein System, bei dem angeblich alle nur gewinnen. Da bin ich schon mal drauf reingefallen. Das hat sich damals Kettenbrief genannt. Und ich fühle mich in allem, was danach geschehen ist, darin vollständig bestätigt. Und unser Problem ist, dass wir in der Tat jetzt mit allen Maßnahmen immer nur Zeit kaufen. Sie saßen da, obwohl Sie studierte Ökonomin waren, obwohl Sie eine Banklehre gemacht hatten, Sie saßen bei den neuen Finanzmanagern wie in Lehrling. Ja, natürlich. Man muss sich ja immer wieder reinarbeiten. Hatten Sie denn den Eindruck, dass die verstehen, was Sie da zusammenmontiert hatten? Naja, Sie waren schon in der Lage, die Strukturen aufzuzeigen. Mhm. Aber Sie haben ein System erklärt, an dem es angeblich sozusagen keine weichen Teile gab. Und da werde ich immer skeptisch. Auch dann, wenn Gewinn, möglicher Gewinn, Profit und Risiko auseinanderfallen. Und das war in dem Fall ja deutlich der Fall. Das waren diese ganzen Credit Default Swaps und wie die alle hießen. Und ich habe mir das alles angeschaut und habe gesagt, das kann es irgendwie in Wahrheit. Sie haben ja doch Ahnung. Ja, heute ja. Default Swaps. Ich wünschte manchmal, ich würde das heute nicht so häufig damit zu tun bekommen.
Warum nicken Sie gerade so begeistert, Herr Walter? Sie, nehme ich an, haben doch an diesen Instrumenten auch mitgeschraubt. Ich finde es zunächst mal interessant zu sehen, dass eine Ministerpräsidentin eben eine Bankkauffraus Kollegin ist, wo ich Bankkaufmann bin. Also insofern ist das schon mal eine gewisse Gemeinsamkeit. Mitgeschraubt, glaube ich, ist nun ein bisschen zu viel gesagt. Wir sind ja relativ spät in dieses ganze System gekommen, das ja im Wesentlichen in Amerika gebaut wurde. Also die ersten Ursprünge der Finanzkrise, der ersten Finanzkrise, sind ja sehr klar in der amerikanischen Immobilienindustrie zu verorten. Sie sind sehr stark zurückzuführen auf eine langjährige Billigzinspolitik, Stichwort Greenspan. Und sie gehen unweigerlich, und das ist das, was Frau Kraft ja anspricht, damit einher, dass uns über, aber uns sind wir alle, über eine Reihe von Jahren das Risikobewusstsein doch zu einem erheblichen Teil verloren gegangen ist. Risiko hatte über mehrere Jahre keinen wirklichen Preis mehr. Und darf ich da mal einhaken? Bitte. Wenn Frau Kraft sagt, so mit entwaffnender Ehrlichkeit, ja, das System kenne ich, das nannte sich Kettenbrief. Haben wir als Schüler alle mal gemacht und haben dran geglaubt. Und spätestens, wenn wir den Dritten überzeugen wollten, wussten wir, das kann nicht gehen. Warum bedarf es einer solchen quereinsteigenden praktischen Intelligenz, um etwas klarzumachen, was jemand, der es, weil Sie die ganze Zeit im System waren, Sie war es, nicht eigentlich selbst wissen müsste, dass das nicht funktioniert, wenn Sie jetzt so umschreibend sagen, wir haben das Risikobewusstsein aus den Augen verloren? Na gut, es ist ja so, dass über die paar Jahre es eben einen riesigen Boom an Immobilienkrediten in Amerika gab. Und dass im Laufe der Zeit die Technik entwickelt wurde, diese Dinge nicht dauerhaft auf der Bilanz zu halten, sondern die Bilanz wieder freizukriegen und diese Kredite in Wertpapiere umzuwandeln und sie dann eben als Verbriefung, das war ja das Stichwort, in der Welt zu verteilen. Und diese Verbriefung wurde technisch unterstützt von den Ratingagenturen, die Ratgeber waren, wie man solche Zweckgesellschaften baut und die gleichzeitig dann auch das Rating für die einzelnen Produkte gemacht haben. Aber Sie haben das doch verkauft, diese Derivate, diese Finanzprodukte, diese kriminellen Finanzprodukte. Ich war, wenn faule Kredite zusammengepackt werden mit gesunden Krediten, und da werden die auf der ganzen Welt verkaufen. Ihre Landesbank hat sich da mit beteiligt, ist überall verkauft worden. Und man hat die Leute ja nicht darüber informiert, welches Risiko da drin steckt. Da kann man nicht sagen, es ist eine technische Frage gewesen. Sondern ich will es mal mit meinen Worten sagen. Diese erste Finanzkrise ist dadurch entstanden, dass die Gier nach Geld die Hirne dieser Leute regelrecht zerfressen hat. Die konnten nicht einmal mehr richtig denken. So, die seine Und das ist eine moralische Krise, die wir heute erleben. Im Grunde genommen ist, ich meine, Luhmann, Niklas Luhmann, nach 1989 hat alles gesagt, der Kapitalismus hat gesiegt. Aber das ist ein konservativer Philosoph gewesen. Und er hat gesagt, man könnte höchstens sagen, dass der Sozialismus etwas früher zusammengebrochen ist als der Kapitalismus. Und heute erleben wir den Zusammenbruch dieses Systems. Das ist die Situation. Tue ich Ihnen Unrecht, wenn ich sage, es ist ein Zusammenbruch eines Systems, an das Sie immer noch glauben? Nein, das ist gar nicht als Zusammenbruch eines Systems, sondern es gibt Fehler im System. Und zwar sind die dadurch entstanden, dass wir eine sich globalisierende Weltwirtschaft, ein globales Finanzsystem haben, aber wir haben kein globales Regelwerk. Und die Staaten und Kontinente sind nicht mitgekommen, das Ganze zu regulieren. Wir haben ja seit der Finanzkrise 2008 national eine ganze Fülle von neuen Regeln eingeführt. Auf der europäischen Ebene werden neue Regeln eingeführt, aber international gelingt es nicht, weil es halt unterschiedliche Interessen gibt. Nicht? Wir haben Basel III vereinbart, wir haben Solvency II. Es dauert zu lange. Ja, viel es dauert zu lange. Ja. Ich will nur sagen, also das, in Wirklichkeit ist es eine große Systemveränderung, die wir nicht beherrschen und nicht regulieren. Das dauert zu lange. Aber das Zweite, man darf die Staaten jetzt nicht aus der Verantwortung lassen. In der jetzigen Krise geht es um Staatsschuldenkrise, nicht Griechenland. Aber das hängt doch zusammen. Natürlich hängt es zusammen. Aber Griechenland als herausragendes Beispiel, das ist wirklich auch noch ein Ausreißer, ein Sonderfall, hat eben über seine Verhältnisse gelebt und will es weiter tun. Und das geht halt nicht. Und da fragen sich die Menschen, wenn sie heute Tagesschau geguckt haben,
wenn wir so weitermachen, leben wir bald auch über unsere Verhältnisse. Denn Sie lernen ein Wort, was jetzt in Brüssel mitverhandelt wird, Rekapitalisierung. Die Banken, darüber reden wir heute, stehen wieder eigentlich im Zentrum auch dieser Verhandlungen. Wenn es einen Schuldenschnitt für Griechenland gibt, und da wissen wir jetzt, dass zwischen 50% und 60% Schuldenschnitt da geplant sind, dann müssen eben Banken auf verliehenes Geld verzichten. Da fehlt einfach was im Topf. Und jetzt kommt dieses Zauberwort, Rekapitalisierung. Das klingt eben so schön wie selbstverständlich und neutral, Rekapitalisierung, dann gibt man denen wieder was. Was heißt das eigentlich? Schauen wir uns das mal an. Mit einer Rekapitalisierung wird das Eigenkapital einer Bank erhöht. Dies soll nun unter Zwang geschehen. Das heißt, die Banken sollen sich mehr Geld auf die hohe Kante legen, damit sie nicht pleite gehen, wenn Griechenland seine Kredite nur noch zur Hälfte zurückzahlt. So ein 50% Abschlag auf die Schulden wird zurzeit diskutiert und so soll das funktionieren. Zuerst einmal sollen die Banken dabei selbst versuchen, ihr Eigenkapital zu erhöhen, etwa indem sie neue Privatinvestoren finden. Wenn das nicht klappt, soll der jeweilige Staat mit Steuergeldern aushelfen, zum Beispiel bei einer italienischen Bank Italien. Sollte auch dies nicht gelingen, wird der europäische Rettungsschirm einspringen und Geld in die Banken pumpen und so das Eigenkapital erhöhen. Das hat Kanzlerin Merkel gestern verkündet. Das hieße, erstmals könnte deutsches Steuergeld in ausländische Banken fließen. Deutsche Steuerzahler würden Banken aus Ländern wie Griechenland, Portugal, womöglich sogar aus Spanien oder Frankreich retten helfen. Ja, und das ist ja mal eine Nachricht. An diesem Punkt kann man sehen, wo da Gefahren lauern, auch für das eigene Geld. Deswegen ein kurzer Infoblock mit Frank Lehmann. Fragen von Zuschauern zusammengefasst, teilweise mit Namen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass mit meinem Steuergeld oder wenn dafür Schulden gemacht werden mit dem Steuergeld meiner Kinder und Enkelkinder, dass damit eine spanische, eine portugiesische, vielleicht eine italienische Bank gerettet wird? Wir haben es ja eben gehört, es kann eben passieren. Wenn die Bank es selbst nicht fertig bringt, die Mittel sich zu besorgen, wenn der Staat es nicht bringt, wir nicht schaffen, unsere paar Banken, wir müssen mal darüber reden, über was wir eigentlich reden. Wir reden nicht über die Volksbanken, die Sparkassen und die vielen kleinen, feinen Privatbankhäuser, sondern vielleicht um 2, 3 Landesbanken und die 2 Farmen, die in Frankfurt sitzen, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Sonst ist das bei uns nicht so weit verbreitet. Sonst ist alles à jour und in Ordnung. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Also der Steuerzahler kann, wenn alle Stricke reißen, in der Tat zur Kasse gebeten werden. Das steht am Ende. Ja. Und wenn die Pleitewelle jetzt weitergeht, ja. Spanien, Portugal, Italien ist ja schon ein heißer Kandidat. Man hat ja in der Tagesschau gesehen, wie Berlusconi rudert. Unser Zuschauer Manfred Dietrich möchte wissen, ob sein Erspartes wirklich sicher ist. Er hat jetzt schon bei seiner Bank nachgefragt und als Antwort einen Brief bekommen, in dem es heißt, ich zitiere mal, des Weiteren bleibt festzuhalten, dass alle Freiwilligen über die gesetzliche Einlagensicherung hinausgehenden Sicherungssysteme des Kreditgewerbes einen Rechtsanspruch ausschließen. Heißt das alles, was bei der Einlagensicherung über die gesetzlich garantierte 100.000 Euro rausgeht, ist am Ende eine Frage der Kulanz oder der richtigen Bankwahl? Ja, im Prinzip schon. Wir haben in Europa Einlagensicherung, wir haben von den Privatbanken einen Einlagensicherungsfonds, von den Volksbanken, von den Sparkassen. Die sind an sich nicht schlecht ausgestattet. So ist das nicht. Also, dass jetzt jeder wieder 20.000 hat, da das verliert. Aber wenn es in die richtigen Größenordnungen geht, dann muss er es eben aufteilen auf mehrere Institute und schon ist er auf der sicheren Seite. Aber das Unbehagen, da gebe ich ihm ja recht, da gebe ich auch Herrn Geißler recht. Das Unbehagen ist ja, dass wir am System etwas ändern müssen. Die Finanzaufseher, das haben die Zuschauer auch aufmerksam schon registriert, die Finanzaufseher des Bundes haben heute die deutschen Versicherer aufgefordert, mal offen zu legen, wie risikoreich sie das Geld ihrer Kunden angelegt haben. Frage von Zuschauern, wenn dieser Schuldenschnitt kommt, betrifft der dann auch direkt oder indirekt Versicherungen, die da investiert haben? Die sind clever, die Jungs, also die und Mädels. Die Lebensversicherer haben sich sehr früh aus Griechenland verabschiedet, aus den anderen Staaten auch, haben das weitgehend abgeschrieben, wenn sie da drin waren. Also das ist eine Größenordnung, die ist vernachlässigbar. Sie sind aber in Banken groß drin. Und das hat heute die Bundesaufsicht abgefragt oder will es wissen, wie stark sind die Versicherungsunternehmen in deutschen Banken drin. Und das kann eine heiße Kartoffel werden. Da ist noch der Deckel nicht drauf. Aber bei den anderen, da haben sich wunderbar, als sie die ersten Gerüchte gehört haben, aus Griechenland zurückgezogen, abgeschrieben, die sind nicht betroffen. Insofern kann der Lebensversicherer
beruhigt sein. Er kann nur nicht mehr auf den alten Garantiezins hoffen. Das da geht die Frage von Gertrud Kolbein, ja. 54. Sie hat eine private Rentenversicherung bei der Allianz abgeschlossen. Sie fragt, muss ich wegen der Krise damit rechnen, dass ich weniger Zinsen kriege und ich deshalb eine geringere Zusatzrente später mal bekomme, als ich mir jetzt vorgerechnet habe? Also bei der Rente nicht, bei der Lebensversicherung ist eben der Garantiezins, der wird auch im nächsten Jahr weitergekürzt auf 1,75. Das ist ja ein Versprechen, das Versicherungsvertreter immer gemacht haben. Die haben gesagt, pass auf, du schließt über 80.000 ab, aber da kriegst du Überschussbeteiligung und über den Garantiezins hinaus und so weiter. Das ist eben auch eine Einmaligkeit in Deutschland, dass wir einen vom Staat garantierten Zins haben. Ich glaube, der wird in ein paar Jahren wegfallen. Und dann ist die Lebensversicherung auch nicht mehr so lukrativ. Aber man hat sich eben verlassen auf die Aussagen eines Versicherungsvertreters und gesagt, das wird schon klappen. Sie kriegen nicht nur 80.000, sie kriegen 100.000. Pfeifedeckel, das ist nicht mehr so. Und deswegen sind die Versprechen wunderbar formuliert worden, aber sie werden nicht gehalten. Viele Fragen sind gekommen zu den ganz einfachen Geld- oder Sparkonten. Ja. Und die Leute erinnern sich daran, dass Peer Steinbrück damals Finanzminister und Kanzlerin Merkel vor 3 Jahren garantiert haben, dass alle Einlagen sicher sind. Hat dieses Versprechen eigentlich Rechtskraft? Kann ich dahergehen und, wenn es wirklich schief geht, diesen Anspruch einklagen, mein Staat? Also erst haben die Leute ja gedacht, Einlagen, da meint ihr meine Schuhe, oder was? Mit den Einlagen. Dann hat sie es ja präzisiert, damals Frau Merkel. Nein, es ist wenn der Staat in Form der Bundesregierung das ex cathedra sagt, wir garantieren, dann ist das verbindlich. Es ist zwar nicht, was Sie einklagbar, und ich weiß nicht, kann Herr Solms vielleicht sagen, ob der juristisch haltbar ist, aber wenn die Bundesregierung es hinstellt und sagt, wir garantieren, dann wird auch die Nachfolgeregierung, wenn es eine geben sollte, wird zu dem Wort stehen. Muss. Nächste Frage, wenn durch das Ausweiten der Rettungsschirme jetzt immer mehr Geld in Umlauf gebracht wird, Hebel hin oder her, da reden wir gleich noch drüber, besteht die Gefahr einer Inflation? Die kommt sowieso. Schön. Die kommt sowieso, unabhängig von dem Hebel. Wir haben wahnsinnig viel Geld auf der Welt und überall wird ja Geld, wir haben es ja auch gehört, billiges Geld. Und das ist jetzt nur noch in der Deckung. Die große Tsunami-Welle ist es nicht, aber es ist eine richtige schöne Welle, die kommt, wenn die Konjunktur richtig ins Laufen kommt, wenn wir die Probleme ein bisschen gelöst haben hier, dann kommt als nächste Gefahr die Inflation und deswegen stürzen ja auch viele Leute aufs Gold. Gold ist ein wichtiges Anlage, dass man sagt, das schützt mich vor Inflation. Oder Immobilien ist momentan sehr gefahren. Die Leute riechen schon, was kommt. Die nächste Krise ist eben möglicherweise eine Inflation, aber jetzt mal Gemach. Wir haben Zimbabwe, da ist 1000% Inflation. Nee, wir werden in Deutschland 3-5% kriegen. Aber das ist zum Beispiel für einen Rentner wie mich eine ganze Menge. Ja, da schmilzt mein Polster. Kann ich gerade mal einen Hut haben, ich möchte sammeln lassen. Und ich hätte das nie gefragt, aber wenn Sie mich jetzt provozieren, dann fragen Sie, wie haben Sie denn eigentlich... Gucken Sie mir in die Augen. Wie haben Sie eigentlich Ihr Geld angelegt? Also wie das viele machen sollten, ist es nicht viel. Ich bin öffentlich-rechtlicher Bediensteter gewesen und habe es breit gestreut. Das sollte man machen. Jetzt auch in der Krise breit streuen. Und da muss ich sagen, wir haben es ja von Herrn Walter vorhin gehört, ich bin auch sehr überrascht. Der DAX ist hier bei 6.000. Und Herr Geißler hat vorhin gesagt, den Leuten geht es nicht gut. Das stimmt nicht. Den Leuten geht es hervorragend. Sie haben einen absolut sicheren Arbeitsplatz. Die deutsche Wirtschaft platzt aus den Nähten und weiß nicht wohin mit den Autos und Aufträgen. Also wir haben eine komische Diskussion. Wir reden über den Euro und über die ganzen Staatenkrise und über die blöden Banken. Und auf der anderen Seite geht es uns im Grunde genommen so gut wie nie zuvor. Die Unternehmen haben Cash auf der Kante und wissen gar nicht, wohin mit dem Geld. Punkt. Das heißt, Sie strahlen die Gelassenheit nicht nur im Fernsehstudio aus, sondern auch, wenn Sie morgens auf Ihre Kurse gucken. Ja, wieder bei 6.000, so schnell hat er sich berappelt, das gibt's ja gar nicht. Obwohl die Krise überhaupt nicht gelöst ist. Ja? Aber die Märkte haben gesagt, irgendwann kriegen sie schon hin. Und deswegen gehen wir wieder zur Tagesordnung über und kaufen wieder, also Investoren kaufen deutsche Qualitätsaktien, weil sie hervorragend dastehen momentan, wie noch nie. Da waren Sie wieder, die Märkte. Dankeschön, Herr Lehmann, für diese Fragerunde, für diese Inforunde. Gehen wir zurück in die Runde. Nach dieser positiven Gesamteinschätzung, Herr Solms, eine Frage, die viele Menschen bewegt, die das überhaupt nicht verstehen, was es bedeutet, ein Hebel. Das kann man auch so selbstverständlich in der Tagesschau hören. Da wird jetzt ein Hebel eingebaut, der diesen Rettungsfonds auf 1 Billion, das sind 1.000 Milliarden Euro, aufpustet. Und da hieß es zunächst mal, das finanzielle Risiko würde dadurch nicht steigen für uns. Das ist für mich ein Wunderhebel. Ist der jetzt erfunden worden, Herr Solms? Ein Hebel ohne Risikosteigerung? Man versucht ihn zu erfinden, ist ja nur die Frage, das Risiko steigt, wer das Risiko trägt. Wir haben festgelegt, auch im Deutschen Bundestag,
dass das Haftungsvolumen Deutschlands, also der deutschen Steuerzahler, 211 Milliarden nicht übersteigt. Was die jetzt als Hebel sich ausdenken, geht etwa in der Form, dass zu den Garantien, die dann aus dem Europäischen Fonds geleistet werden, Dritte ebenfalls Beiträge zur Finanzierung leisten. Sagen wir mal, es werden 100 Milliarden finanziert. Der Fonds sichert die ersten 20 Milliarden ab. Dann sind andere da, wer auch immer, die die restlichen 80 Milliarden übernehmen. Dadurch wird in meinen Augen das Risiko geringer, weil es ja Dritte sind, die das absichern. Und es wird nicht für den deutschen Steuerzahler oder für den Europäischen Fonds, wird das Risiko dadurch nicht gesteigert. Das sagen Sie. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil es gibt auch Experten, Bankexperten, die sagen, so ein Hebel ist eine Massenvernichtungswaffe. Kann es sein, dass die Politik gerade das macht, was wir den Banken vorwerfen, dass sie merkwürdige, Frau Kraft, Sie nicken schon mit dem Kopf, dass sie merkwürdige Finanzinstrumente schafft, die sie einerseits geißelt, um sich in der Not damit zu behelfen, Frau Kraft? Das ist genau das Dilemma, was ich auch persönlich verspüre in der Entscheidung, wenn wir dann alle Unterlagen haben, ob wir dem zustimmen oder nicht. Denn was wir jetzt machen, wir schaffen genau die gleiche Art von Produkten. Ja. Auf der einen Seite könnte man argumentieren, wir schlagen diejenigen, die dagegen uns agieren, die Märkte, wie auch immer das ist, die schlagen wir mit den eigenen Waffen. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir uns gut überlegen, ob wir das als Staat überhaupt tun sollten. Ich jedenfalls, das Risiko steigt natürlich, dass der Fall eintritt. Also die Haftung bleibt konstant, aber das Risiko, dass der Fall eintritt, das erhöht sich. Und das ist für mich schon etwas, was mir große Sorgen macht. Das kann man so oder so beurteilen. Also wenn internationale Fonds, ich will jetzt keine Staaten nennen, sich an dieser Sanierung beteiligen, dann wird insgesamt das Risiko für uns gesenkt. So ist meine Auffassung. Vom Betrag her gesehen bleibt die Haftungssumme so, wie wir sie definiert haben. Und wir haben ja durchgesetzt, dass ohne den Deutschen Bundestag die Regierung in Europa nichts anderes verhandeln darf. Aber es verdient auch wieder jemand. Und die SPD daran. Hat dem zugestimmt. Ich würde das gerne den, Banker in der Runde fragen. Hat die Politik nur nicht von der Steuerzahler, Entschuldigung. Hat die Politik von den Bankfachleuten gelernt, wie man sowas aufboostet? Also spricht sie mit zwei Stimmen, einerseits geißeln, andererseits selbst machen? Was hat er gesagt? Aufboostet? Na gut, ich denke schon, dass es hier einen Dialog zwischen Finanzindustrie und Politik gibt. Wenn die Versicherungslösung noch aktuell sein sollte, was sie offensichtlich ist, dann ist das natürlich etwas, was so ein Stück an das erinnert, wo wir in der Finanzkrise erster Teil schwer drunter gelitten hatten, nämlich die Krise, in die die sogenannten Monoliner-Versicherungen gefallen sind. Das sind amerikanische Versicherer, die neben den amerikanischen Kommunen eben auch dann als Versicherer für Investmentbanken aufgetreten sind. So eine ähnliche Lösung, nach so einer ähnlichen Lösung sieht das aus. Ich glaube grundsätzlich, man kann das machen. Ich würde nur empfehlen, heutzutage ist ja das Wort der Transparenz in aller Munde. Das ist etwas, was man meines Erachtens zwei Tage vor so einer Entscheidung nicht nur die wesentlichen Entscheidungsträger, sondern auch eine Republik zumindest halbwegs verstehen sollte. Und wenn es nicht die gesamte Bevölkerung, sollten es zumindest die finanziell Orientierten verstehen können. Das ist ein kleiner Kritikpunkt, den ich an der Stelle anbringen würde. Heute aber offensichtlich ist Montag. Morgen kommen die Informationen aus Brüssel. Am Mittwoch soll der Bundestag darüber abstimmen. Herr Geißler, wie nennen Sie so ein Verfahren? Es ist, sagen wir mal, parlamentarisch gesehen ein schlimmes Verfahren. Wenn die Abgeordneten praktisch nur 24 Stunden Zeit haben, sich zu informieren und sollen dann entscheiden. Aber auf der anderen Seite muss ein Parlament heute im Medienzeitalter, übers Internet, Facebook und alles Mögliche, das will ich jetzt nicht hier erwähnen, Facebook, aber jedenfalls gibt es natürlich viele, viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich finde, ein Parlamentarier muss schon in der Lage sein, innerhalb von 24 Stunden das zu begreifen, was da geplant ist, wie der Herr Solms es ja gerade auch dargelegt hat. Ob es richtig ist, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber ich finde, das Parlament ist nicht überfordert. Nee, das muss ich aber auch. Darf ich gerade noch mal erläutern? Ja. Mit diesem Rettungsschirm? Gerne. Also entweder der Rettungsschirm sagt, ich finanziere ein Land und gebe denen einen Kredit. 100%. 100 Euro. Oder er sagt, nee, mache ich nicht. Ich gebe aber dir, wenn du diesem Land eine Anleihe abgibst, gebe ich dir eine Garantie, dass wenn das Land pleite macht,
Nicht mehr Griechenland. Wir reden nicht über Griechenland. Italien und so weiter. Dann garantieren wir dir, dass du 20% auf jeden Fall zurückkriegst. Er hat also nicht 100% eingesetzt, dieser sogenannte Rettungsschirm, sondern er hat nur 20% und deswegen die Hebelwirkung. Mal 5 kann er jetzt nämlich, da sind wir bei 2 Billionen. Jetzt muss ich Ihnen was sagen. Das macht Eindruck an den Märkten, dass man sagt, da steht ja eine Masse von 2 Billionen. Das musst du erst mal zusammensuchen bei den verschiedenen Investoren. Das ist 1 Billion. Sie sagen jetzt 2 Billionen. Ja, 2 Billionen sind es ja. 5 mal 400, noch was? 440. Es gibt 2 Hebel. Wenn ich da noch mal, es gibt 2 verschiedene Hebel. Das eine ist die Versicherungslösung, das andere ist eine... Es gibt zwei verschiedene, die miteinander kombiniert werden sollen. Dann kapieren die das. Deshalb wird es etwas komplexer. Und bin sehr gespannt darauf, was wir denn da zu sehen bekommen. Aber was mich daran stört, ist wirklich, dass wir immer unter Zeitdruck sind. Ist uns das nicht alles ein bisschen unheimlich? Wir haben in der Tagesschau gehört, 1 Billion. Jetzt sagen wir hier 2 Billionen. Ich sage nochmal, 1 Billion sind 1000 Milliarden. Ja? Wir wissen nicht, sind es 1, sind es 2, mit welcher Lösung. Wo sind wir gelandet? Naja, der Fonds sind 780 Milliarden. Davon sollen 440 Milliarden effizient genutzt werden. Und davon haftet Deutschland mit 211 Milliarden. So sind die Zahlen. Und die Zahlen werden nicht größer. Alles, was oben drauf ist, sind groß genug. Aber die Märkte sagen, wir brauchen mehr. Ja. Und unser Bestreben ist ja genau, hier Stopp zu sagen, weil die europäischen Partner wollen mehr. Daran haben wir gesagt, nein, das kommt nicht in Frage. Das ist die Grenze. Mehr können die deutschen Steuerzahler nicht tragen. Im Übrigen ist das ja kein verlorenes Geld, sondern es sind Garantien. Und ein Teil, sicher ein Großteil, wird davon wieder zurückkommen. Aber es geht jetzt um die Krise zu kommen. Aber Herr Solms, wenn der Hebel wirklich wirken sollte, und er wird wirken, dann ist der Steuerzahler am Ende der Fahnenstange, wenn Länder pleite gehen, erheblich mehr gefordert als die 200 und noch was. Nein. Auf jeden Fall der Deutsche. Aber sicher. Es geht jetzt um diesen Fonds. Wir wollen jetzt nicht über dritte Fälle reden. Wir reden ja über das, was am Mittwoch beschlossen wird. Das, was wir dazu beschließen haben. Und da geht es genau um dieses Volumen und um nicht mehr und nicht weniger. Ja, das sagen Sie jetzt. Ja, genau. Wenn was anderes ansteht, muss andere neu entstehen. Sie haben gesagt, ein Stopp setzen, ein Stoppzeichen setzen. Trauen Sie sich noch, das Wort Stopp im Zusammenhang mit Eurokrise zu gebrauchen? Oder ist das Wort Stopp einer Inflation unterworfen, wie vielleicht bald auch der Euro selbst? Die finale Maßnahme. Entscheidende Frage ist doch die. Alternativlos. Es gibt doch 3 Richtungen. Es gibt die einen grundsätzlichen Richtungen, die sagen, das taugt alles nichts, der Euro muss wieder aufgelöst werden, wir müssen zurück zur D-Mark. Halte ich für keine Vision. Richtig. Und die andere Extrem sagt, wir müssen alle Verantwortung auf Europa übertragen, die Schulden vergemeinschaften, dann fühlt sich aber keiner mehr verantwortlich. Das sagt doch gar keiner. Geht auch nicht. Also wollen wir einen Zwischenweg, nämlich die Stabilitätsunion wiederherstellen. Und dann muss jedes Land für seine Haushaltsausgaben haften und gerade stehen. Da wollen wir hinkommen. Da das von heute auf morgen nicht geht, brauchen wir ein paar Jahre Übergang. Und die müssen wir, um Zusammenbrüche zu verhindern, finanziell abdecken. Und darum geht es jetzt. Das ist unser Thema ja auch. Wieder sind die Banken dabei. Frau Kraft, die Bankenrettung vor 3 Jahren hat uns eine Stange Geld gekostet. Und auch jetzt geht es ja wiederum, Banken zu rekapitalisieren. Das heißt, letztlich auch im Zweifelsfalle mit Steuergeld zu versorgen. War Ihnen eigentlich klar, dass über diesen Rettungsschirm auch wieder eine Bankenrettung dahinter steht? Das war mir klar. Finden Sie das als Sozialdemokratin erträglich? Nein, das ist schon was, was mich ärgert. Aber letztlich ist die Ursache dafür, da hat Herr Geißler ja völlig recht, dass wir aus der ersten Krise nicht die richtigen Lehren gezogen haben. Obwohl wir uns in der Einschätzung alle einig waren. Sie sagen noch nicht. Und das ist für mich der Punkt. Wir haben viele Dinge gemacht. Was wir im Moment jetzt machen mit diesem Hebel ist, wir wollen Zeit gewinnen. Die Frage ist, wie viel Zeit gewinnen wir? Das kann im Moment niemand beantworten. Wir hoffen viel. Die Frage ist aber dann, was passiert denn in dieser Zeit? Was gibt uns die Hoffnung, dass uns da wirklich eine Regulierung der Märkte gelingt? Wann gehen wir endlich ran, Hedgefonds mal anzugucken? Wann gehen wir ran, mit den Ratingagenturen uns zu beschäftigen? Wann verbieten wir Leerverkäufe? Wann verbieten wir solche Finanzinstrumente? Das sind die Fragen. Ja, aber Entschuldigung.
Leerverkäufe sind in Deutschland verboten. Leerverkäufe haben wir verboten. Hedgefonds sind reguliert in Deutschland. Sind doch nicht reguliert. Ja, natürlich sind in Deutschland reguliert. Aber doch nicht reguliert. In Europa, das nützt doch nichts. Nur das ist der nächste Schritt. Ja. Die Europäer brauchen halt länger, weil es uns 27 Staaten sind. Das geht nicht so einfach. Nein, daran liegt es ja nicht. Es liegt daran, dass einige europäische Staaten daran verdienen, dass sie sozusagen ihren volkswirtschaftlichen Gewinn genau aus diesen Produkten herausholen. Nennen und dass sie deshalb nicht mitmachen. Mal, das ist Großbritannien beispielsweise. Ja, das gehört und die USA. Aber das hören wir doch immer als Argument, wenn wir was machen, geht alles nach London. Sollte man dann einfach mal sagen, gute Reise? Nein, wir müssen schauen, dass wir das in ganz Europa hinkriegen. Und das ist halt ein mühsamer Diskussionsprozess. Aber ich will nur mal sagen, wir sind in Deutschland vorangegangen. Wenn wir aus der Krise nicht schlau geworden sind, was gibt Ihnen die Hoffnung, dass das jetzt passiert? Alles, was Frau Kraft sagt, haben wir in Deutschland bereits realisiert. Stimmt doch gar nicht. Ja, natürlich stimmt. In Europa haben wir die Ratingagenturen. Wir haben keine Finanzmarkttransaktionssteuer. Wir haben die Ratingagenturen immer noch als privatwirtschaftliche Institution. Die raten, wie sie lustig sind. Gott sei Dank haben wir die als private. Gott sei Dank haben wir. Naja, das sehe ich ein bisschen anders. Mir wäre wohler, wenn wir da noch ein paar hätten, wo wir auch mal drauf gucken würden, was denn da passiert. Sollen. Haben Sie verschlafen, auch die Politik? Hat sich verlassen auf diese drei Typen da, diese drei komischen Agenturen in Washington. Und plötzlich jammert jeder, weil die plötzlich Minuszeichen verteilen. Naja, das ist ja eine schöne Lösung. Nicht, weil die Minuszeichen verteilen, sondern ich jammer darüber, dass das, was die sagen, wie das Gebetbuch gilt. Und die machen Fehler. Da sind wir schuld, aber nicht die. Die bewerten auch nach politischen Grundsätzen und nicht nur nach Daten und Fakten. Kraft, und alles andere amerikanische stimmt. Agenturen haben auch Amerika herabgestuft und haben damit ja, glaube ich, nicht nur Unabhängigkeit. Aus der Basis von falschen Zahlen. Das war ja auch ganz interessant. Ja, Sie haben aber sich wir haben in Europa bereits eine erste Regulierung für Ratingagenturen. Sie müssen sich dort anmelden und sie werden bewertet. Wir bräuchten auch europäische, kontinentaleuropäische Ratingagenturen. Darf ich ein Beispiel nennen, warum die das müssen System sich erst mal bilden, nicht? Nur ein Beispiel. Alleine geht das nicht. Ratingagenturen bewerten ja nicht nur Staaten, sondern die bewerten auch Firmen. Unternehmen. So, in der Vergangenheit und jetzt im Moment sagen sie, eine Firma muss möglichst monostrukturiert sein. Das heißt, möglichst nicht so viele unterschiedliche Standbeine haben. Das ist im Moment das, was politisch gesetzt erfolgreich ist. Vor 5 oder vor 10 Jahren, wissen wir alle, war es genau andersrum. Da sollte eine Firma möglichst viele Standbeine haben, damit sie abgesichert ist. Und das alleine entscheiden Ratingagenturen, was ist gut und was ist nicht gut. Frau Kraft. Ja, wenn Sie sich nicht daran halten, zahlen Sie höhere Zinsen. Und das ist doch ein Riesenproblem gerade für den Mittelstand. Die posten ihre Meinung in die Welt hinaus und das wird als amtliches Urteil. Da gucken Sie sich mal die Folgen an für große und mittelständische Unternehmen. Das ist eine andere Frage. Also das ist ja nicht so, dass das ohne Wirkung bleibt. Aber Herr Walter in seinem Institut und alle anderen hätten ihre eigenen Risikomanagementabteilungen aufwerten müssen und hätten eigene Prüfungen machen sollen und sie nicht verlassen auf die komischen drei Ratingagenturen in Amerika. Ja, das die haben sie ja gemacht, aber die Basis dafür die war haben die versagt. Ist ja außen vor jetzt. Herr Geisler? Also ich vermute mal, dass die Leute, es sind sicher sehr viele, die uns hier nun hören, dass die noch mehr verwirrt werden. Das Wort Ratingagentur haben wir aber gelernt. Ja, richtig, das ist schön, ein deutsches Wort langsam geworden. Das ist ja schon ein Indiz, da gebe ich Ihnen völlig recht. Ich weiß, es sind drei angelsächsische private Ratingagenturen, deren Position so stark ist, dass sie in der Lage sind, einen ganzen Staat oder mehrere Staaten mit demokratisch gewählten Regierungen so herabzustufen, dass die keine Kredite mehr bekommen. Das ist doch ein Indiz dafür, dass das System nicht mehr stimmt. Das kann ja überhaupt nicht richtig sein. Das liegt doch nicht an der Ratingagentur, sondern das liegt an der Schuldenpolitik der Staaten. Nein. Ja, natürlich, das ist doch die Ursache. Nur läuft die Diskussion, wir reden ja nicht über Deutschland. Eben. Wenn wir über Deutschland reden würden, nicht wahr, dann wäre das Problem ja überhaupt nicht vorhanden im Moment. Da haben Sie auch, ich habe nicht gesagt, den Deutschen geht es schlecht. Ja. Das habe ich nicht gesagt. Das klang so hin vorhin so gesagt, ein bisschen. Sie merken, nicht wahr, dass das System nicht mehr das ist was anderes. Ich weiß, Sie bekommen Angst. Aber jetzt, nehmen wir mal an, der Grund dafür, warum es nicht funktioniert, hängt doch damit zusammen, dass wir zwar ein Europa haben mit einer einheitlichen Währung für eine bestimmte Anzahl von Staaten, aber wir in Europa nicht die Möglichkeit haben, die Maßnahmen zu ergreifen, dass die Staaten, die in eine solche Situation hineingeraten, wieder in Ordnung gebracht werden können. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt rede ich nicht von Nordrhein-Westfalen, sondern heute habe ich gelesen, Bremen ist das Griechenland Deutschlands oder etwas Ähnliches. Nehmen wir mal an, wir würden in Berlin oder Bremen eine ähnliche Situation kriegen
wie in Griechenland, dann wären wir doch tatsächlich in der Lage, in Deutschland mit dem Problem fertig zu werden. Daran kann doch überhaupt kein Zweifel bestehen. Nur in Europa können wir es nicht. Selbst wenn all das jetzt eintrifft, was wir hier miteinander diskutiert haben, haben wir doch hinterher nicht die Möglichkeit, das auf der europäischen Ebene zu erzwingen. Wir haben, stellen wir mal, wir hätten in Deutschland keinen Finanzausgleich. Wir hätten keine einheitliche Finanzverwaltung. Wir hätten keine bunte Steuergesetzgebung. Wir könnten, wären nicht in der Lage, Steuerhinterzieher zu verfolgen. Ja, dann hätten wir dieselbe katastrophale Situation wie in Griechenland. Das heißt, die Konsequenz, die wir jetzt ziehen müssen, die Chance sehe ich darin, dem, was wir jetzt tun, dass wir in der Tat Zeit gewinnen. Das hat auch die Bundesregierung immer gesagt. Wir brauchen jetzt Zeit. Aber wofür? Die Frage haben wir zu Recht gestellt. Wofür brauchen wir Zeit? Wir brauchen Zeit, um jetzt das zu tun, wozu bisher einige Nationalstaaten nicht in der Lage sind und auch nicht bereit sind. Wir müssen zu einem politischen Europa kommen. Wir brauchen eine europäische Regierung, ein kompetentes europäisches Parlament, das in der Lage ist, die Regierung das, was finanzpolitisch notwendig ist, auch in Europa durchzusetzen. Und wenn wir in Griechenland Beamte haben, die eben die Steuerhinterziehung nicht verfolgen, dann muss die Möglichkeit bestehen, dass diese Beamten ersetzt werden, so wie wir das in Deutschland auch machen würden, wenn in einem anderen Land, in Bremen oder in Berlin, ich mach's mal ganz neutral, regieren zurzeit zufälligerweise die Sozialdemokraten, es könnte auch andersherum sein. Das heißt, Europa, wenn wir eine einheitliche Währung haben, den Euro, das ist etwas vom Schönsten und Wichtigsten, was wir geschaffen haben, dann müssen wir auch die politischen Instrumente haben, um den Euro durchzusetzen. Dankeschön. Ich brauche ein Konzept. Verstehen Sie, wir kommen aus einer Krise nur heraus. Das war auch nach dem letzten Weltkrieg so. Wenn man ein Konzept hat, und da muss man den Mut haben, das Konzept eben auch durchzusetzen. Darf ich von dem großen europäischen Konzept, das uns wahrscheinlich bevorsteht, aber heute Abend etwas überfordert, nochmal auf das Bankenkonzept kommen? Das ist unser Thema, was hinter der Eurokrise steckt. Diesen schmalen Sektor haben wir uns ausgesucht, um das ist ein großes Thema, aber intensiv zu beackern. Wenn Sie sagen, man muss die Zeit nutzen, um etwas, das ist ja auch die Forderung von Frau Kraft, zu regeln im Bankensektor, was bisher nicht geregelt worden ist. Dann nenne ich Ihnen einmal ein Beispiel, was alles möglich ist in dieser virtuellen Finanzwelt, was noch nicht verboten ist, sondern was munter vertrieben wird. Es gibt nämlich nichts mittlerweile, womit sich kein Geld machen lässt in diesem Finanzmarkt, sogar mit dem Hunger lässt sich trefflich spekulieren. Mit den Getreidefeldern der Welt ist viel Geld zu verdienen. Das verspricht der Veranstalter einer Finanzmesse für Agrarinvestment in Genf. Geworben wird für Wetten auf steigende Lebensmittelpreise. Ein neuer Trend am Finanzmarkt. Immer mehr Spekulanten pumpen ihre Milliarden in Rohstoffe wie Mais, Soja und Weizen. Das Kalkül? Für eine wachsende Weltbevölkerung wird die Nahrung knapp. Dadurch steigen die Preise und damit auch der Profit der Investoren. Auch hiesige Banken und Finanzinvestoren setzen auf Nahrungsmittel. Agrarrohstoffe, begrenzt und begehrt, heißt es in einem Flyer der Deutschen Bank. Erträge ernten, verspricht die Landesbank Baden-Württemberg. Megatrend, knappe Ressourcen, verkündet Allianz Global Investors. Mit anderen Worten, die Investoren spekulieren darauf, dass zu wenig Essen für zu viele Menschen da ist. 80 Millionen neue Münder müssen jedes Jahr gefüttert werden. So drastisch wirbt DWS Investments Singapur. Übrigens, DWS Investments gehört zur Deutschen Bankgruppe. Herr Walter, ist es Sozialromantik, wenn man von jemandem, der solche Finanzprodukte erfindet, auch eine ethische Bewertung als ein Punkt, ob man das auf den Markt bringt, erwartet? Überhaupt nicht. Ich glaube, dass das, was wahrscheinlich hinter dieser Bewegung, die wir in letzter Zeit, in den letzten paar Wochen sehen, Occupy Wall Street und andere Bewegungen sehen, ist, dass die Menschen in puncto Reformbemühungen mehr erwarten als das, was wir bisher geliefert haben. Wir haben ja geliefert Basel III, wir haben systemische Elemente geliefert, wir haben Konzepte zu
Finanztransaktionssteuern, verschiedene Dinge geliefert. Ich glaube, was die Menschen erwarten, ist eine neue Werthaltung, ist eine Haltung. Ganz schön. Ich gehe mal ganz praktisch. Es muss ja Menschen geben, die sowas auch erfunden haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Man sitzt da zusammen in einer Investmentabteilung und sagt, ach, das mit dem Öl ist langweilig geworden, lass uns mal was Neues zusammenschrauben. Der Weizenpreis ist billig, gehen wir mal rein und machen da einen neuen Markt auf. Wie funktioniert das? Normalerweise läuft das so, wenn Sie jetzt die SMS Managementfirmen, die hier genannt worden sind, habe ich ja nun für alle länger gearbeitet, dass sie eigentlich vom Kunden her kommen und den Vertrieb, also die Leute am Bankschalter fragen, was wird denn so nachgefragt? Und dann kommt dieses zurück in die Zentralen und wird dann in der Kombination zwischen einer Zentrale einer deutschen Bank und der DWS, der Asset Management Firma, wird dann sowas zusammengebaut. Ich glaube, grundsätzlich... Keiner nach, ob man da jetzt drauf spekulieren Walter, von kann. Von alleine kommen die Leute nicht drauf und sagen... Das ist völlig klar, was da los ist. Ah, ja. Der stimmt ja so. Wer neue Produkte entdeckt, der die Blase weiter wachsen der kann. Der Reihe nach. Ja. Es gab ja schon immer sowas wie Warentermingeschäfte. Ja. Richtig, ist ja was anderes. Auf Orangenernten zum Beispiel. Immer. Das hat dann den Preis stabil gehalten. Da war dann eine tatsächliche Güterwagen-Orangen stand dann dahinter. Sie können mich ja naiv nennen, aber die Frage, wem nützt ein solches Spekulieren über Nahrungsmittel in der Form, dass gar nicht mehr richtige Waren hinterlegt sind? Wem nützt das? Das sind Wetten. Das sind nur den Spekulanten. Das ist ja wie bei jedem. Herr Geister sagt dem Spekulanten, wem nützt es? Ja. Jeder, der Geld anlegt, und das sind ja auch wir beide möglicherweise, haben dort Gewinnchancen. Wenn Herr Lehmann sagt, man muss seine Eier in verschiedene Körbchen legen, dann ist das vielleicht ein Körbchen, wo man eine gewisse Gewinnchance hat. Ich will mich jetzt gar nicht zu sehr kaprizieren auf die Thematik mit dem Nahrungsmittelthema. Natürlich ist es dort an den Warenterminmärkten so, dass sich der eigentliche Angebots- und Nachfrageschub durch die überbordenden Finanzgeschäfte gelöst hat von den eigentlichen Warenbewegungen. Das ist ja im Devisengeschäft genauso. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns Sorgen machen muss. Herr Geisler, das läuft doch anders. Ich meine, Warentermingeschäfte, das ist in Ordnung. Das ist auch für die Bauern wichtig, nicht wahr, dass sie einen festen Preis haben. Derivate. Aber hier wird doch gewettet. Genau. Es wird darauf gewettet, dass der Preis für Reis, Getreide, Mais und so weiter nach oben geht. Nicht? Oder nach unten geht, gerade egal. Und diese Wette, die bringt dann denjenigen, die da spekuliert haben, eben die Gewinne. Aber mit der Folge, dass zum Beispiel der Getreidepreis auf der Erde, Mais, Reis, inzwischen um 50-100% gestiegen ist und die Armut in den Favelas von Brasilien, in den Ranchos, nicht wahr, von Lateinamerika, gestiegen ist. Das heißt, diese Spekulationsgeschäfte haben die Armut auf der ganzen Welt gewaltig gesteigert. Das ist noch eine Katastrophe. Und infolgedessen muss doch, also das müsste nun wirklich international klar sein, alle Staaten, mit Ausnahme vielleicht der Engländer oder der Republikanischen Partei, nicht wahr, eine komische liberale Partei plus Pius-Brüder, nicht wahr, die Republikaner. Das ist eine ganz komische Organisation, die offenbar nicht kapieren, was Sie da reden los von ist. Den Republikanern in Amerika. In Amerika, ja, natürlich. Eine Kombination von Neoliberalen plus Pius-Brüder. Ich wollte mir das nochmal definieren. Das müsste, also wenn wir es nicht verbieten können, da muss es aber geächtet werden können. Und außerdem muss man natürlich eine Lösung finden. Ächten heißt, dass man sagt, das ist böse, das ist Baba. Das ist erstens unmoralisch und zweitens... Darf ich es mal eben fragen? Herr Ackermann hat das schon gemerkt. Josef Ackermann hat diese Woche versprochen, dass die Deutsche Bank ihre Investments in Lebensmittel überprüfen wird. Er sagt, kein Geschäft ist es wert, den guten Ruf der Deutschen Bank aufs Spiel zu setzen. Untergesellschaften der Deutschen Bank, die verdienen auch am Verkauf von Waffen zum Beispiel. Die müssen es mal sauber unter. Aber Herr Flassberg, Was wir endlich machen müssen, dass wir die Spekulation an den Börsen dieser Erde besteuern. Natürlich, wir brauchen eine internationale Finanztransaktionssteuer. Das haben die G20-Staaten. Die G20-Staaten haben das bereits beschlossen in Edinburgh. Das ist beschlossene Sache. Wie wir mal sagen will, die Politik ist gar nicht so hinten dran. Die G20-Staaten haben eine ganze Reihe von wirklich
guten und vernünftigen Beschlüssen gefasst. Aber es scheitert in der Tat an den Engländern, das ist der größte Finanzplatz der Erde. Es scheitert und, schon in Deutschland an der und FDP. Und es entscheidet, ja, wie ich will es, wie mein Herr Schulz da ist. Wir haben gesagt, aber die Finanztransaktionssteuer soll nur auf wenn eingesetzt werden in ganz Europa. Weil wenn wir das nur auf Deutschland machen, dann werden die Finanzgeschäfte, und zwar per Knopfdruck, in Sekundenschnelle nach London abgewandert. Ja, das Argument hört man immer. Und deswegen muss London mit dabei sein. Das ist bei allen Leuten auch klar. Also London kann gar nicht dabei sein. Die machen nicht mit. Dann machen wir es endlich mal. Ohne England kann man das doch machen. Dann sind die Geschäfte weg und dann, niemals. Dann kassieren sie auch keine Steuern. Das ist das alte Argument. Wir lernen doch gerade bei den Verhandlungen in Brüssel, die Franzosen merken schon, dass Deutschland viel stärker ist wirtschaftlich und Herr Sarkozy seine Sachen nicht mehr durchkriegt. Warum nutzt man diese Stärke nicht, um zu sagen, wir gehen da mal voran? Ja. Man erwartet vielleicht von unserem Land eine Führung, durchaus auch mal, wenn es uns so gut geht, wie Herr Lehmann beschrieben hat, kann man es sich dann nicht leisten, so etwas einmal als Alleingang einzuführen? Haben wir gemacht, wir haben die Bankenabgabe eingeführt als einzige. Andere werden jetzt nach und nach folgen. Na also, und die dann geht's doch. Ja, Moment. Das ist ein großer Unterschied. Die Bankenabgabe muss von den Banken bezahlt werden. Die Transaktionssteuer ist eine Umsatzsteuer. Die müssen von den Kunden bezahlt werden. Die geht an die Kunden weiter, ganz automatisch. Automatisch weitergereicht. Aber wir wollen doch die Transaktion einsetzen. Entschuldigung, das belastet die Banken. Wir werden es nicht entscheiden können. Aber ich möchte Herrn Lehmann in der Mitte mal fragen, der in Frankfurt ein Leben lang an der Börse war. Ein Leben lang? Ja. Ich hatte den Eindruck, als ich zur Schule ging, waren Sie schon da. Jetzt sitzen Sie eigentlich immer noch da. Verödet Frankfurt? Wird der Wind durch leere Straßen pfeifen? Werden die Banker kampieren am Main, wenn Deutschland eine Finanztransaktionssteuer einführt? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja auch dafür, vor allen Dingen, was die Bewegung angeht, dass sie endlich Feuer auch bei den Politikern macht. Diese Occupy Frankfurt, Occupy Wall Street, dass Feuer unterm Hintern kommt, dass endlich mal was Herr Geisler einfordert, geschieht. Da wird gar nichts passieren. Was ich Ihnen aber erläutern kann, ist Folgendes, dass diese Hochfrequenzcomputer, die innerhalb von Frau Kraft so einen Liedschlag haben, sie gar nicht so schnell machen die das. Ja, so schnell führen die Aufträge aus, dass die unter Umständen durch die Transaktionssteuer entschleunigt werden, zurückgenommen werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn der Computer hat mittlerweile, also Sie werden das bestätigen, bei den Börsenhandeln mittlerweile das Sagen, das sind 20-30%, die nur auf solche Hochfrequenzcomputer, die auch die Lichtgeschwindigkeit schon ausnutzen, um noch schneller zu sein als der andere. Und da ist der Mensch völlig überfordert und dazu hat es auch Krach dann gegeben. Das hat mit dazu beigetragen, dass wir die Finanzkrise gehabt haben. Sie nicken, aber geändert hat sich nichts. Es gibt ja auch Vorschläge, das zu verbessern. Das ist auch ein demokratisches Problem, wenn ich es mal sagen darf. Das geht gar nicht mehr anders. Die Leute müssen von jeder Windel, von jeder Kaffeemaschine Umsatzsteuer bezahlen. Es gibt auf der Welt einen täglichen Börsenumsatz von 2 Billionen Dollar. Und innerhalb der 24 Stunden werden nochmal 100 von Milliarden hin und her geschoben. Ja, und diese Leute, Spekulanten, Devisenhändler, beteiligen sich mit keinem Cent an der Finanzierung der humanen Aufgaben auf dieser Erde. Das können sie doch auf die Dauer gar nicht durchhalten. Deswegen gehen die Leute auf die Straße. Lass mich das nicht mehr gefallen. Sie zahlen das nicht. Die Börsenhändler, die Banken, die Bankmanager zahlen das nicht. Wenn sie das machen wollen, dann müssen sie eine Finanzaktivitätssteuer einführen, die am Gewinn orientiert ist. Das würde auch die Bonis der Banker, über die viel geschimpft wird. Aber wir wollen auch die Zahl der Transaktionen eindämmen. Ja. Und warum? Das ist Transaktionen ganz brauchen Sie. Nein, das, was da in Lichtgeschwindigkeit passiert, ist doch unser Problem. Handel. Das ich geht doch gar nicht anders. Ich sage Ihnen mal, ich habe diese Woche ein Dilemma. Ich möchte mal festhalten, das sind Wetten, die da laufen. Es sind schlicht und einfach Wetten. Klar. Diese Woche sitzen wir mit dem Ministerpräsidenten zusammen, mit der Kanzlerin, und da geht es um den Glücksspielstaatsvertrag. Wir regeln alles, was an Sportwetten wofür geht. Wofür die alles Zeit die hat, die alles Kanzlerin. Geht. Ja, aber das alles regeln wir. Mhm. Und gleichzeitig wird an den Börsen genau das gleiche Wetten läuft da ab und wir regulieren es nicht. Und das kann doch irgendwie auch nicht wahr sein. Ich glaube, da gibt es genau die gleichen Mechanismen. Jetzt ist wieder ein schönes Beispiel. Im Glücksspielstaatsvertrag wollen Sie Sportwetten über Computer verbieten oder verhindern. Heute finden die statt, aber alle im Ausland, und zwar von deutschen Kunden.
Warum? Weil sie diesen Markt nicht regulieren. Aber illegal. Dann sollen sie es doch machen. Nein, das ist ja nicht illegal. Das ist eine Frage, wie wir es verfolgen. Natürlich ist es illegal. Nein, ich will Ihnen nur mal erklären, wie sowas heute im Computerbereich läuft. Herr Walter. Und so ist, ja, dann können wir uns doch zurücklegen und als Politiker sagen, wir können es leider nicht mehr regulieren, weil nichts geht, weltweit. Sie müssen doch die Realität erstmal zur Kette sehen. Sie können heute ein Aktiengeschäft in der gleichen Sekunde in London, in New York, in Singapur und wo immer machen. Es muss nicht in Frankfurt stattfinden. Und das ist halt die Realität. Herr Lehmann. Darf ich noch mal eins sagen, weil Sie Spekulation und Termingeschäft und so weiter. Nochmal. Wir haben in den letzten Jahren eine Situation gehabt, dass Geld extrem billig war und dass die Finanzinstitute natürlich überlegt haben, was können wir unseren Kunden besser tun. Und sie haben gesehen, dass in Asien die Nachfrage nach Metallen, nach Nahrungsmitteln gigantisch steigt. Und dann haben sie gesagt, dann können wir doch unseren Kunden, haben den Kunden befragt. Und der Kunde gesagt, Heidewitzka, endlich kriegen wir mehr als die 1,5 oder 1%. Und sind in Fonds reingestürzt, Produktfonds, ganz normale Rohstofffonds. Das hat mit großen Terminmärkten gar nichts zu tun. Und da wird in Chicago, wird dann das Getreide gehandelt. Da kommt der Chinese und sagt, ich brauche gigantisch viel Getreide. Und da sagt sich der deutsche Anleger, da sind wir dabei. Sehen Sie, das sind so ganz einfache Mechanismen. Hätten wir diesen Boom in Asien wenn nicht wir gehabt, da nicht Derivate draus machen würden, wenn wir das nicht versichern würden, dann wäre das daraus anderes. Entsteht doch die ganze Blase letztlich. Ja, die Blase. Also es ist ja nicht so, dass die reinen Termingeschäfte damit. Ich will doch nur den kleinen Mann verteidigen, der in den letzten Jahren Rohstofffonds angeboten bekommen hat und gesagt der hat, endlich Mann. Ja, so welcher mehr. Kleine Mann denn? Wie viel Prozent der Bevölkerung besitzt Aktien in Deutschland? Investmentfonds schon mehr. Investmentfonds auch nicht wesentlich mehr. Ja. Also wir reden hier über eine ganz kleine Gruppe, die aber mit gigantischen Umsätzen an den Börsen unterwegs ist und dabei auch gigantische Gewinne macht. Das sind die nicht. Und das ist andere. Das, was mich daran ärgert. Und niemand partizipiert davon, während wir für die Winde Umsatzsteuer bezahlen. Bevor ich zu Brigitte Büscher gehe und unsere Zuschauer, die kleine und große Leute sind, mit kleinen und großen Sorgen, kleinen und großen Konten, möchte ich Herrn Walter mal fragen, spüren Sie schon das Feuer unterm Hintern, das Herr Lehmann endlich mal loszünden würde? Merken Sie, dass eine Zeitenwende im Gange ist? Ich glaube, dass wir insgesamt, wenn Sie seit 2-3 Jahren sehen, wie die Vertrauenswerte für die Banken sind, für das Banksystem, wenn Sie sehen, wie die Glaubwürdigkeit, das gilt ja nicht nur für die Banken, das Politik hat ja ein ähnliches Thema. Darf ich mal ein Symbolfoto zeigen? Der Herr Ackermann hat ja ein Talent für Symbolfotos. Und schauen Sie mal an, wir sehen Jean-Claude Juncker, den Luxemburger und den Vertreter der Politik bei Verhandlungen mit Herrn Ackermann. Was sagt Ihnen ein solches Bild? Ich sehe nicht, was Herr Juncker in Händen hält. Gar nichts, sondern die klatschen sich so ab. Wir machen das schon. Ja. So, drückt das auch. Ja gut, nun sind Politik und Banken natürlich schon wie zwei siamesische Zwillinge. Am Ende, wenn es den Banken gut geht, die ja für einen Blutkreislauf in der Wirtschaft sorgen, dann geht es dem Staat und den Menschen natürlich auch besser. Also insofern grundsätzlich würde ich zwischen Banken und Politik nicht diese Gegensätze sehen, die man manchmal in der öffentlichen Meinung hat. Aber die Banken sind so groß geworden, dass sie eben, wie heißt es schon, too big to fail. Die sind zu groß, um pleite zu gehen. Und damit sind sie in eine Machtposition gelangt, wo wir darüber nachdenken müssen, das wieder aufzuspalten, den Investmentteil abzuspalten von dem Rest der Banken. Wenn Sie in Deutschland das Thema sehen, Herr Lehmann hat es ja vorhin angesprochen, 2/3 unserer Banken sind Ortsbanken im Sparkassen- und Genossenschaftsbereich. Die haben mit Investmentbanking. Ich zeige mal ein Symbolbild dafür. Was ist an diesem Modell eigentlich falsch, auch wenn wir gar nicht so viele Investmentbanken haben. Dass man die wirklich abspaltet, das würde die Deutsche Bank betreffen und würde sagen, hier schöne Investmentbank, schön, aber hier keine Staatshaftung. Rechts haben wir die Geschäftsbanken, das sind die normalen, wo die meisten Leute hingehen und da ist ein Zaun dazwischen. Was spricht dagegen? Na gut, es gibt ja Länder wie England und Amerika, die so einen Weg wieder gehen. Das, was jetzt vorgelegt wurde an Vorschlägen, zum Beispiel in England, einen relativ hohen Zaun zu ziehen um das Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft, ist nun nicht so hart geworden wie Ihr Bild. Ihr Bild signalisiert ja eine richtige Feuerwand zwischen diesen beiden Bereichen, richtige Separierung. Die Engländer machen es mit einem Zäunchen, würde ich einfach mal vorsichtig sagen. Sehr komplex, also nicht einfach, vielleicht wollen sie es gar nicht. Aber wenn wir die deutsche Thematik nehmen, dann würde dieses Bild ja ausschließlich eine Lex Deutsche Bank sein. Mir würde überhaupt kein anderes großes Institut einfallen, für was das zutrifft. Die Commerzbank zum Beispiel im Wesentlichen kein großes Investmentbanking hat, sondern das Investmentbanking ja unterstützend ist für das Geschäft mit dem richtigen Kunden. Ja gut, aber man muss doch Folgendes sehen, solange das eben beieinander bleibt,
läuft der ganz normale Anleger, sagen wir mal, der ein Festgeld hat, der einfach die Geschäftsbank benutzt, und wie früher die Geschäftsbank dann anderen Kredite gibt, dieses Geld, auch der kleinen Leute, wird, wenn keine Trennung vorhanden ist, natürlich von den Investmentbankern zu Spekulationszwecken verwendet. Und das wollen die Leute doch gar nicht. Wenn ich mein Geld bei der Bank unterbringe, nicht wahr, dann möchte ich, dass da ordentlich gewirtschaftet wird. Aber ich will nicht, dass mit Getreide spekuliert wird. Das will doch keiner, nicht wahr, der bei der Bank so etwas macht. Und ich würde auch ausdrücklich sagen, weil wir sonst die Sache etwas verzerrt darstellen, wir reden heute nicht von den Genossenschaftsbanken zum Beispiel. Aber ich glaube, Herr Geisler, wenn ich kurz diesen Einwurf kurz machen darf. Praktisch ist es natürlich so, dass die Investmentbanker in den letzten 10, 15 Jahren so viel an Geschäftsaktivitäten, die früher ganz normales Firmenkundengeschäft war, eingesammelt haben und die Banderole Investmentbanking drumherum gemacht haben, dass in dem, was Investmentbanking ist, eine Masse dabei ist, was jeder größere Mittelständler braucht. Der braucht eine Währungsabsicherung, der braucht ein Akkreditiv, der braucht eine Transaktion, wenn er mit nach Südamerika irgendwas liefert. Und da, ich würde aber nur empfehlen, das Boot mit dem, das Kind mit dem Bade nicht auszuschütten. Die haben sich verändert, ja. Nicht wahr? Wo Sie drauf zielen, ist diese Gordon Gecko-Geschichte mit dem Händler und den breiten Hosenträgern, ja. Und der sozusagen gut durch die Gegend läuft. Und das ist etwas, ich glaube, da haben viele, auch im Banken, haben viele Verständnis für, auch ich selber habe ein Grundverständnis dafür, dass man sagt, es gibt einige Teile im Investmentbanking, und das ist natürlich überwiegend dieser ganze Handelsteil und da auch wiederum nur Teile, wo man schon seine Zweifel haben kann. Aber die das ganze Beratungsgeschäft im Investmentbanking ist ganz normales Geschäft, wenn es um eine Fusion geht, wenn es um Ihre Finanzierungsstruktur des Unternehmens geht. Was ist dort moralisch anders, wie wenn jemand Ihre privaten Finanzen strukturiert? Die reale Wirtschaft steht ja gar nicht mehr dahinter. Die machen ja Geld mit Geldgeschäften. Das ist was der alte Bankier Abs als kriminell bezeichnet hat. Wir haben im Jahre 1980 hatten wir ein Weltbruttosozialprodukt von 12 Billionen Dollar. Und die Geldmenge, die auf der Welt vorhanden war, sag's mal so, auch 12 Billionen. Das heißt, die Geldmenge entsprach der realen ökonomischen Wertschöpfung auf dieser Erde. Jetzt haben wir ein Weltbruttosozialprodukt, sagen wir, von 55 Billionen, aber eine Geldmenge zwischen 150 und 200 Billionen. Das heißt, wir haben 150 Billionen Dollar auf dieser Erde, denen keine reale Wirtschaft als Hintergrund gegenübersteht oder das ist reine Spekulationsgeld. Das ist richtig. Sie haben aber verstehen Sie, und das ist wir das waren Problem. Weg von dem Trennbankensystem. Jetzt nehmen Sie mal Kanada. Die haben da auch das Universalbankensystem. Das ist ja beides unter einem Dach. Und da ist nichts passiert. Das die haben auch nicht mit diesen Derivaten. Bevor wir jetzt nochmal nach Kanada ausweichen, ich hatte gerade Vorsicht bei Trennen von diesen die, aber das die Übersicht gewonnen. Und deswegen sage ich ja, muss man diese gigantische Finanzindustrie, die da entstanden ist, hängt zusammen damit, dass wir auf dem Finanzmarkt international keine Regelung haben. Das ist richtig. Der Dollar, Herr Geisler, darf ich mal getrennt hat, nicht wahr? Ist darf ich mal was sehr Symbolisches ohne machen? Ohne jede Ordnung nach oben explodiert. Sie sagen, wir müssen das wieder trennen. Sie sagen, man muss es wieder trennen. Und wir gehören ja alle nicht zu denen, die sagen, früher war alles besser. Aber ich weiß gar nicht, ob früher so lange her ist. Schauen Sie sich mal an, wie früher Bank funktionierte. Mitte der 70er Jahre. Da haben Sie noch nicht, aber ja, Sie haben schon gelernt. Sie haben schon gelernt in einer Bank. Ja. Bevor wir hier in Nostalgie verfallen, war eigentlich alles schlecht, was so lief? Toller Abschluss. Ich fliege gleich hin. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt habe ich dann noch etwas mehr. Sicher können Sie mir eine gute Geldanlage empfehlen. Oh, mehrere sogar. Zum Beispiel festverzinsliche Wertpapiere mit guter und sicherer Rendite für die ganze Laufzeit. Zeit. Oh, höchste Zeit. Das besprechen wir alles, wenn ich wieder zurück bin. Jetzt brauche ich nur noch schnell etwas Reisegeld. Was ist denn das? Tja. Da hilft nur eine Notreparatur. Darf ich? Gute Idee. Fein gemacht. Danke. Wir wollen doch nicht, dass unsere Kunden Geld verlieren, oder? Dresdner Bank mit dem grünen Band der Sympathie. Okay.
an der schauspielischen Leistung kann man noch arbeiten. War Walter das Satire oder war das echt? Nee, das war echt. Das war ein echter Werbespot der Bank. Nummer. Der Bank, 70er Jahre, wo Sie waren, wo Sie auch der Chef waren. Herr Lehmann, ganz ernst, früher war sicher nicht alles besser. Wenn wir das mal nehmen, da kümmert sich eine Bankbeamtin, damals hat man sie noch Beamtin genannt, mit dem Tacker darum, dass das Portemonnaie nicht kaputt ist. Was interessiert Banken heute noch der einzelne Kunde? Welche Erfahrungen haben Sie da? Man muss zurückkommen zu der dienenden Rolle, die er gemacht hat. Und das was die, ist ja eine wahrhaft eine dienende Rolle. Und er ist auch früher ausgebildet, genau wie Sie wahrscheinlich, und Sie auch, als Bankkaufmann. Und das ist ja heute nicht mehr. Heute heißt der Banker, der macht einen Schnellkurs an der Unität. Ja, und er ist ein Volkswirt. Und dann heißt es, ich bin jetzt Banker. Also dieses ehrbare Kaufmann, dieses ganze Lernen des Gesamtgefüges, das hat nicht mehr stattgefunden. Und deswegen haben wir auch die Auswüchse gehabt in den letzten Jahren. Also dienende Funktion und Demut vor dem Kunden. Und das ist doch Demut vor dem Kunden. Demut vom Zuschauer bringt mich jetzt zu Brigitte Büscher. Vielen Dank, Herr Lehmann. Unsere Zuschauer zum Thema Bürger gegen Banken, Wut und Angst im Euroland. Wut und Angst sind auf jeden Fall unterwegs, aber auch vor allen Dingen ganz viel Unverständnis. Also so klar wie mit dem grünen Band der Sympathie, glaube ich, haben unsere Zuschauer im Moment nicht das Gefühl, dass sie das System verstehen. Und ich möchte anfangen mit Holger Becker. Er ist 42 Jahre alt und er hat sich ein bisschen, glaube ich, an das auch gehalten, was Frau Kraft gesagt hat. Wenn die schon so offen zugibt, dass sie als Bankkauffrau und auch studierte Ökonomin nicht erkennen kann, was Banken und andere europäische Staaten die ganze Zeit da machen, dann frage ich mich, ob unsere Regierung mit ihren Spitzenpolitikern da überhaupt noch alle zusammenhängt. Erkennen kann. Und er fragt noch mal ganz plakativ, wer hat denn da wirklich noch den Durchblick? Also dieses Gefühl von Sorge, von Wut, aber vor allen Dingen auch von Unverständnis, was da eigentlich genau passiert ist, zieht sich fast wie ein roter Faden durch alle Zuschauermeldungen, Meinungen, die wir bekommen haben. Eine E-Mail haben wir bekommen von Stefan von Jasiniki. Er sagt, ich würde mir wünschen, dass ich eines Tages mal wieder Vertrauen zu den Märkten haben kann. Im Freundeskreis diskutieren wir die Krise immer wieder und der Tenor ist stets, lasst Griechenland in die Insolvenz gehen. Sind Banken dann tatsächlich lebensbedrohlich betroffen, dann ist das halt so. Die Politiker sollten dann Schaden von den Bürgern abwenden und die Spareinlagen, Pensionskassen und so weiter schützen. Das wird deutlich billiger für alle und schafft wieder Vertrauen in unsere Politik. Darf ich das mal eben fragen, Herr Lehmann, eine Bankenpleite klingt immer wie so eine Katastrophe. Und wir gehen mit Bankenrettung so selbstverständlich um wie mit Seenotrettung oder Bergrettung. Das ist alles selbstverständlich. Ist das eigentlich richtig, das gleichzusetzen? Also die Banken haben nicht gelernt, dass sie auch mal pleite gehen können. Es steht in keinem Lehrbuch, es steht in keiner Schrift drin. Deswegen müssen die Banken jetzt lernen, wie sie sich ordentlich abwickeln, wenn es auf eine Pleite zugeht. Das haben die bisher nicht gelernt. Das ist alles neu. Wenn das so ist, dann müssen wir natürlich im Banking eine ganze Menge ändern, weil heute ist es ja so, dass die Banken sich gegenseitig Milliardenbeträge ausleihen. Das heißt, dieser ganze Liquiditätsgeldmarkt funktioniert nicht mehr. Nicht, aber grundsätzlich sind die Banken enorm verbunden. Das heißt, wir hätten eine ganz große Gefahr der Ansteckung. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja heute so, ich bin bei ein paar Banken im Aufsichtsrat im europäischen Ausland, unter anderem in Peripherieländern. Wenn die Stresstests machen, dann stressen die immer auch schon Italien und Spanien und sagen, was wäre denn eigentlich, wenn 50% der Staatsanleihen von Italien und von Spanien ausfallen? Herr Walter, eine Bank muss endlich auch pleite gehen können. Das muss sein. Ausrufezeichen stehen mit einer bestimmten Vorbereitung. Lehmann ist ja pleite gegangen. Wir haben gesehen, was Lehmann Brothers, natürlich. Ja. Aber das war eine Investmentbank. So, bitte. Sollen die Banken gerettet werden, fragt sich unser Zuschauer Max. Er ist jung, er ist 20 Jahre alt und sagt, er ist gegen einen Blankoscheck für die Banken. Jedoch habe ich die Befürchtung, dass wenn wir Banken im Zweifel nicht helfen, der Bürger letztendlich die Zeche in anderer Form zahlen muss. Sollten deutsche Ersparnisse gefährdet sein, dann wird sich das deutsche Meinungsbild schneller wenden als ein Fähnchen im Wind. Und ein Zuschauer hat auch noch ins Gästebuch geschrieben, er sagt auch, eigentlich widerstrebt es meinem Gerechtigkeitsempfinden, aber es ist die bittere Wahrheit. Würde man die Banken nicht retten, wäre auch der Staat zahlungsunfähig. Die Banken wissen das und sehen sich als heilige Milchkuh, die man nicht schlachten kann, und verlangen von der Politik immer neues Geldfutter. Wir haben auch Zuschauer, die sagen, urteilt nicht pauschal über die Banken. Walter Neumann ist 67 Jahre alt und sagt, der normale Geschäftsbetrieb mit den Privat- und Geschäftskunden läuft meist korrekt. Daher sollten unbedingt die Banken in Geschäftsbanken und Spekulationsbanken per Gesetz getrennt werden, notfalls auch nur in Deutschland. Wer dann zocken will, soll es tun, geholfen wird denen aber nicht. Wer hat das Sagen im Staat? Herr Walter hat das eben so ein bisschen formuliert, siamesische Zwillinge. Die Politik und die Banken. Michael Lied hat uns eine E-Mail geschrieben und sagt, realistisch gesehen sind die verantwortlichen Politiker durch Banken und Großkonzerne schon lange zu Marionetten mutiert.
Die Banken hängen am Tropf der Regierung. Diese wird mit Steuergeldern erneut versuchen zu retten, was zu retten ist. Und der Bürger zahlt mal wieder die Zeche. Was ist zu tun? Ziemlich viel Wut im Bauch, habe ich eben schon gesagt. Und darum möchte ich noch einmal zu diesem Gefühl des Unbehagens zurückkommen. Ein Zuschauer hat uns eben ins Gästebuch geschrieben, einen Leitspruch, der ist nicht von ihm, sagt er ganz ehrlich, der ist von Henry Ford und der heißt: Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Henry Ford, vielen Dank. Da lacht der Lehmann, ich glaube nicht nur da. Dankeschön, Brigitte Bischoff, vielen Dank. Angst ums Ersparte, um die eigene Zukunft, um die Zukunft der Kinder, sowas drückt nieder, das lähmt. Aber genau das wollen Menschen ändern, die sagen, wir sind nicht ohnmächtig, wir haben eine Stimme, eine freie Stimme, die wir erheben können. Wie in Amerika, an der Wall Street, gibt es sowas auch in Frankfurt im Finanzviertel, eine Protestbewegung. Da campen sie und marschieren im Bankenviertel. Und mittendrin, Brigitte Büscher hat ihn begleitet, mittendrin ist einer, der sehr genau weiß, wogegen er protestiert. Jörn Felgendreher ist Teil des Systems, Teil der glitzernden Finanzwelt, die sich turmhoch über Frankfurts Innenstadt erhebt. Alle sind sie hier vertreten, die Mitspieler, die Global Players des Finanzsystems. Normalerweise sitzt Felgendreher in einem dieser Büros und managt einen 160 Millionen Euro Fonds. Heute aber geht er nicht ins Büro, um am Finanzmarkt Geld zu verdienen. Er geht auf die Straße mit der jungen Protestbewegung mit Occupy Frankfurt. Jörn Felgendreher ist seit 6 Jahren Fondsmanager. Doch heute tritt er an, das System zu verändern. Fordert ein nachhaltiges Bankensystem. Eines, das nicht im Zweifelsfall vom Steuerzahler gerettet werden muss. Banken mit einer starken Bilanz, dafür müssten die Politiker sorgen. Fondsmanager Felgendreher steht auf dem Demolaster und macht seine Kritik öffentlich. Ich fordere die Politik auf, die Menschen endlich wieder wie erwachsene Personen zu behandeln. Ihnen die Wahrheit transparent zu sagen, direkt und besonders im gewählten Parlament. Und endlich die harten Entscheidungen zu treffen, die nötig sind, damit wir wieder mehr Vertrauen in unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft haben. Vorbei an den Türmen der Deutschen Bank zieht der Marsch, um dann im Protestcamp zu landen. Unterm Zeichen der gebeutelten europäischen Währung zeltet ein buntes Protestvolk. Was oder wer ist Occupy Frankfurt? Berufsdemonstranten? Sicherlich. Aber mittlerweile kommen auch andere. Man kann ja mal gucken. Immer wieder Banken retten, das kann es nicht sein. Würden Sie denn auch ins Zeltcamp einziehen? Schwierig. Es ist halt jetzt eine harte Bedingung durch die Kälte, die auch nachts ist und so. Also wir würden das eher nur auch finanziell unterstützen und ideell unterstützen wollen. Ja. Haben wir auch gemacht schon. Was interessiert Sie an Occupy Frankfurt? Ich arbeite selbst im Bankenbereich und weiß eigentlich, was da schief läuft. Und insofern ist es schon längst fällig gewesen. Glauben Sie, Occupy Frankfurt könnte eine Bürgerbewegung werden, eine Bürgerprotestbewegung? Ich glaube schon, dass es auf dem besten Weg ist dahin, ja, glaube ich schon, ja. Doch noch sucht die Bewegung nach einer thematischen Linie. Jörn Felgendreher muss oft mit anderen Protestlern diskutieren, denen seine Systemkritik nicht radikal genug ist. Denn er bricht nicht den Stab über alle Banker. Er ist ja auch selber einer. Umso mutiger, den Schritt in die Protestöffentlichkeit getan zu haben. Was glauben Sie, denkt der Chef, wenn er Sie sieht hier? Ich weiß, dass viele Leute, die unter fairen Bedingungen mit ganz öffentlichen Informationen, die harte Arbeit machen und für die Kunden besten Gewissens versuchen, gute Entscheidungen zu treffen, dass viele von denen ähnlich denken wie die Leute, die sich jetzt schon hier versammeln. Und ich bin sehr froh darüber, dass viele neue Leute heute auch dabei waren bei der Demonstration. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar viele Banker waren. Mein Chef beißt mindestens die Zähne zusammen, würde ich sagen. Aber er schmeißt sie nicht raus. Ich kann es mir nicht vorstellen. Herr Walter, mit dem Wissen von heute, was hätten Sie als Bankchef mit so einem Angestellten gemacht? Gut, ich glaube, Sie unterschätzen die Offenheit in Banken. Wir haben da eine relativ pluralistische Gesellschaft, Mitarbeiterschaft. Ja. Also insofern, dass wir Leute haben und dass wir nach dem, was wir die letzten Jahre erlebt haben, Stimmen wie diese haben, ist, glaube ich, im Angesicht der Vertrauenswerte, die brutal niedrig sind,
eigentlich ist diese Bewegung noch relativ klein und wie Sie selber ja im Bericht sagen, relativ diffus noch ausgerichtet, wohin sie geht. Und das ist, glaube ich, auch die Chance, die wir haben. Wir haben momentan noch die Chance, eben auch aus der Finanzsicht, aber auch, da ist die Politik mit im gleichen Boot, einen aktiven Weg zu gehen, nicht nur eine technische Reformierung und Regulierung zu machen, sondern auch auf Werte zu gehen und auf eben diese Thematik Moral stärker zu gehen. Ja, die Politik umarmt diese Bewegung. Ja, Kanzlerin Merkel hat Verständnis für Occupy Frankfurt, andere auch. Herr Soms, werden wir es bald erleben, dass ein FDP-Politiker sich ankettet vor einer Bank? Kommt das nicht? Das schließe ich nicht aus. Entscheidend ist aber nicht die Gefühlslage, sondern entscheidend ist, was wird tatsächlich faktisch gemacht. Und das Entscheidende ist, dass wir die Finanzwelt weltweit regulieren müssen. Wir müssen ein System der weltweiten Kontrolle und Regulierung bekommen, weil es sonst immer wieder Leute gibt, die ausbüchsen. Das ist fast Konsens hier am Tisch, mit der Ausnahme, dass diese Fraktion hier sagt, fangen wir doch mal an in Deutschland damit und dann gucken wir mal, ob die Welt mitgeht. Wir haben in Deutschland angefangen und wir sind weiter als jedes andere Land in Europa. Schlussrunde bei Hart, aber fair, da ist wie immer Fantasie gefragt. Herr Walter, ich fange bei Ihnen an, stellen Sie sich vor, Sie müssten oder dürften eine Nacht, Sie haben ja da auch Sympathie geäußert, im Protestcamp verbringen. Bedenken Sie, der Mensch eben hat es gesagt, es ist kalt. Mit wem aus dieser Runde würden Sie gerne Ihr Zelt teilen, wenn es nachts wirklich kalt wird? Ich habe gelernt von Herrn Geißler, dass er heute von der Bergtour zurückgekommen ist und gelesen, dass Sie da wirklich profund unterwegs sind. Ich würde mir Sie aussuchen, um sozusagen mich in diese Welt einzuführen und dass Sie das auch sozusagen in der Geisteshaltung verkörpern, sind Sie, glaube ich, der ideale Partner. Sie können sich gleich revanchieren, aber erstmal Herr Sonnens. Ich würde Herrn Lehmann aussuchen. Wir zwei Hesse würden über die Eintracht reden, da hätten wir genug Gesprächsstoff. Herr Lehmann, ach, mit wem gehen Sie ins Zelt? Ich hätte die Kraft, mit Frau Kraft ins Zelt zu gehen. Frau Kraft. Ich würde Herrn Solps mitnehmen. Vielleicht können wir ihn noch endlich davon überzeugen, mit den vielen anderen im Camp, dass es richtig ist, in Deutschland anzufangen. Ja. Herr Geißler, mit wem gehen Sie ins Zelt? Ich würde mit Herrn ins Bett. Ins Zelt! Ins Zelt! Gottes Willen. Ja gut, ins Zelt, da würde ich auch mit Herrn Walter? Mit Herrn Walter. Also, ja. An sich noch lieber mit Ihnen, aber das darf ich nicht sagen. Nicht? Ich schon besetzt. Okay. Ich schon besetzt. Herzlichen Dank für diese Schlussrunde. Und ich darf sagen, oder ich erlaube es mir einfach, dass ich mit Karim Joska gerne ins Zelt gehen würde, weil sie immer die besten Informationen hat, oder? Selbstverständlich, denn auch wir kommen heute nicht an der Euro-Rettung vorbei. Und ich spreche gleich mit dem SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier, so heißt er. Und zwar über die neuerliche Abstimmung im Bundestag sowie über die neue sozialdemokratische Show Germany's Next Kanzlerkandidat, jetzt in den Tagesthemen. Vielen Dank, Frau Kraft. Waren Sie eigentlich froh, dass ich danach nicht gefragt habe heute? Ich werde da dauernd nachgefragt. Ich habe 88 verschiedene Versionen auf Lager. Es gibt ja auch nichts Neues. Ne? Genau. Der Knochen ist ja abgenagt, haben wir gelernt. Okay, und wir sehen uns wieder nächste Woche, 21 Uhr. Faktencheck morgen, www.hart-aber-fair.de. Vielen Dank für diese Runde. Dankeschön an unser Publikum. Wir sehen uns. Tschüss.